Was geht, Leute? Mein Name ist Danny Burnich. Und weiter geht's bei Wolfenstein The New Order, dem Nazi-Spiel. So, oh, what the fuck, der hat ne Scheiße. Oh mein Gott, Jesus. Das Let's Play beginnt und das erste Wort, was ich von mir gebe, ist Jesus. Guter Anfang. Okay, da ist jemand. Komm bitte her. Ich spiele übrigens einfach so weiter gerade, weil das Spiel wirklich so einen Spaß macht. Oh, verdammt, dieser Typ. Ich habe keine Granate, leider. Okay, hier schnell ducken. Komm, stopp. Auf den Kopf zielen, Ich glaube, wir haben ihn eliminiert. Ja, haben wir. Gut, perfekt. Ich werde mich bemühen, übrigens jeden Part so 30 Minuten lang zu machen. Weil ich dieses Let's Play nicht so lange spielen will. Nicht irgendwie 50 Parts. Weil ich halt kein Gronkh bin. Ich mache sowas halt nicht so gerne. Auch wenn mir die Spiele Spaß machen, ich spiele halt nicht gerne so. 100 Parts mache ich nicht gerne vom selben Spiel immer. Call of Duty ist was anderes. Gut. Erreiche die Schlossmauer. Alles klar, Sir. Okay, wir müssen dieses Teil da wegräumen. Und ich weiß auch schon, wie. Und wer hätte es nicht gedacht? Einfach hier kurz hinsetzen. Das muss bestimmt übel gemütlich sein, hier drauf zu sitzen. Kurz nach links bewegen. Sir, ich würde Ihnen da empfehlen, wegzugehen, weil es kann wehtun. Okay. Ich glaube, ich müsste eigentlich in der Lage sein. Nein, müsste ich nicht. Okay. Kein Ding. Da komme ich halt persönlich vorbei. Auch gut. Ich bin gleich da. Bitte wartet. Ihr könnt gleich alle sterben. Ist kein Problem. So, seht ihr? Alles gut, jeder wird mal sterben, jeder nimmt mal Drogen. Genauso wie ich. So, gebt mir eure Sachen, vielen Dank. Schwere Munition, schadet nie. So, perfekt. Schön, bisschen davon, ein bisschen davon. Oh, warte, Jesus! Alter Schwede! Wieso kann ich mich auf den Scheiß nicht erinnern? Stirb, du Wichser! Ja, ganz genau, Hund, fang das! Und jetzt! Ganz richtig! Böser Hund! Jesus, Alter. Guter Junge. Gib mir deine Hand. Hilf mir. Danke. Ich liebe deine Muskeln. Ich liebe deine Muskeln. Passt auf, Jungs. Jetzt wird unser Job hier langsam kompliziert. Die Mehrheit der Regimetruppen ist jetzt hinter uns her. Alles klar? Das war eine Explosion. Er rennt witzig. Private Gates, melde mich zum Dienst. Ja, verrückt und unerschrocken. Willkommen im Krieg. Willkommen im Krieg. Private, übernehmen Sie. Also, General Totenkopf war uns noch nie so nah wie jetzt. Und eine ziemlich eklige Wunde, Private. Kümmern Sie sich drum. Ah, das Auge ist weg. Schalten wir den General aus, haben wir das Regime bei den Eiern. Versagen wir, verspeisen die uns zum Frühstück. Okay, wir müssen den General töten. Sir, meine Augen tränen. Ich glaube, ich werde krank. Ist das normal? Ja. Nur die Nerven. Ich weiß einen Trick. Einatmen, bis vier zählen. Ausatmen, bis vier zählen. Das war's. Hab ich gemacht. Bin ich jetzt ein besserer Mensch? Wahrscheinlich, oder? Diesmal bringen wir's zu Ende. Okay, Sir. Bin bereit. Jetzt noch motivierende Musik. Wenn das nur im echten Krieg so wäre, dass auf einmal motivierende Musik auftaucht. Bam, Alter, sieht das bosshaft aus. Oh, Scheiße. Das hier ist Krieg, kein beschissener Sonntagsspaziergang. Das ist richtig, Bitch. Steh wieder auf. Du hast gehört, was der Boss sagt. Wie Vater und Sohn. Ah, sein armes Auge. Captain Blazkowicz, Gates, Manson, Ihr Job ist simpel. Klettern Sie die Mauer hoch, suchen Sie im Kontrollraum die Steuerung für diese fette Tür und öffnen Sie sie. Nehmen Sie alle Waffen an sich, die Sie finden. Sie sind besser als unsere. Wir geben Ihnen von hier unten aus Feuerschutz. Oh yeah, so ein Teil würde ich auch gerne haben. Gehen wir rein, kämpfen uns nach oben und treffen uns in den oberen Stockwerken. Dort suchen wir Totenkopf und jagen ihm eine Kugel in den Kopf. Alles klar, Sir. Was auch immer Sie wollen, ich mache alles das. Boah, sieht das bosshaft aus, oder? Wow. Oh, what the fuck? Verpisst euch lieber hier, ich meine das ernst. Oh, da ist einer. Er will fliegen. Er mag das Fliegen. Guck mal. So, kurz nachladen. Gehen wir kurz nach links, damit wir in die Fenster schießen können. Da ist jemand.
Okay, weiter geht's. Da liegt was. Leben, danke. Ich lade da hier dann an den Fenstern hoch. Muss wahrscheinlich gemütlich sein. Da ist noch einer. Komm her, Bitch. Was denkst du eigentlich, wer du bist, ha? Huh? Oh, what the fuck? Oh, what the fuck, Jesus! Nein! Oh, oh! Das muss wehtun. Sir, bitte hören Sie auf mich zu schießen. Danke. Wie haben wir das überlebt? Oh, oh. Okay, wir haben ihn bekommen. Oh, ich brauche Untertitel bei dem Spiel. Das fehlt ein bisschen. Wenn ja, irgendwie, wenn... Okay, das weiß eh keiner. So. Ich wusste gar nicht, dass die Nazis fliegen, dass die Nazis gerne fliegen. Hättet ihr mir auch durch erzählen können, weil das wusste ich gar nicht. Wir sind gleich oben, Leute. Okay, wir müssen durch das Fenster. Ich komme auch gleich, Buddy. Okay, Sir. What the fuck? Nein! Er wurde geschossen. Er hat nicht aufgepasst. Was haben sie da getan? Das ist ihre Schuld, Bastard. Oh nein. Die Mauer hoch. Okay, es hängt an mir. General, führen Sie Buch. Einer von uns beiden wird heute sterben. Okay. Der General oder ich? Ich bin gespannt. General Totenkopf, ja, so sah er auch aus, muss ich ehrlich gestehen. Bereich freihalten. Das ist die Schrift der alten Zeitung oder der heutigen Zeitung sogar noch. Bei uns gibt es so eine Zeitung in Hannover, die nennt sich Hannoversche Allgemeine. Das ist immer noch in so einer Schriftart. Für das deutsche Vaterland! Sorry, das war nicht so gemeint. Einmal hier runter, bitte. Vielen Dank. Auf diese scheiß Idee, da runter zu klettern, wäre ich nie gekommen. Bin auch schon auf dem Weg, Sir. Oh, verdammt, da sind Leute. Oh nein. Alles klar bei euch. Oh, what the fuck? Nein, 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 nein. Stirb, Doggy, ich habe kein Essen mehr. Gib mir das. So, danke. Ich werde das mal alle ausschalten. Langsam aber, weil der Gang so eng dort ist. Eng. Was denkt ihr? Könnt ihr mir bitte sagen, was ihr denkt? Oh, was ist das? Medipack. Danke. Oh, da ist jemand. Haben Sie gesehen, Sir? Sie brauchen sich gar nicht zu verstecken. Wieso denn nicht eigentlich die Nazis, Sir? Oh, oh nein, nicht schon wieder ein Doggy. Ich hasse diese Dinger. Ernsthaft, die sind die schlimmsten. Ganz recht, du Scheiß. Ernsthaft, ich sag eigentlich zu Hunden nicht Tülle, ne? Aber das ist eine richtige Tülle. Der steht da einfach nur. Als würde ich immer vollkommen am Arsch vorbeigehen, ob ich jetzt da bin oder nicht. Die behandeln mich alle mit ohne Respekt. Was ist denn los hier, Alter? Wir müssen dem mal ein bisschen Respekt beibringen, würde ich. Oh! Okay, ich mal zurück, Doggy. Bitte. Ich habe keine. Nein, 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 nein. Stopp, du Wichser. Stopp. Verpiss dich, das ist wichtig, Bitch. Lass es lieber. Oh mein Gott, wie ich diese Hunde hasse. Oh Mann. Okay. Vorsichtig. Hallo? Ist jemand? Nein? Okay. Munition, leichte, schwere Munition, kann alles nicht schaden. Von wo, von wo? Von hinten. So. Ich gehe mal zu denen, weil die immer was da liegen haben. Oh. Guck mal, das ist das Nazi-Symbol jetzt hier. Was ist das für ein Symbol, bitte? Wusstet ihr, dass das Nazi-Symbol auch ein anderes Symbol von einem bestimmten Land... Weil das Nazi-Symbol bedeutet ja sowas wie Frieden. Bedeutet ja nicht mehr, obwohl das gar nicht dazu passt. Aber es bedeutet tatsächlich nur sowas wie Frieden. Ich kill die jetzt alle, weil ich das Gefühl habe, dass sich da was befindet, obwohl ich da gar nicht lang muss, glaube ich. Oh, what the fuck, verliere ich Schaden gerade. Verliere ich Leben? Ja, ich verliere Leben. Ich habe auch gar keine Rüstung mehr, verdammt. Ich sollte nicht zu übermütig da reingehen. Ich spiele ja schließlich nicht auf dem leichtesten, ne? Wo muss ich auch erwähnen hier? So, nehmen wir mal alles mit. Ein bisschen Drogen. Danke. Ein bisschen Alkohol. Schadet ja nie. So, wir haben jetzt wieder volle Gesundheit. Also, es hat sich gelohnt, auf jeden Fall hier reinzukommen. Hier geht's runter, da wollen wir jetzt aber nicht runter. Oder? Was befindet sich hier unten? Wow, wo sind wir denn hier gelandet? Limit erreicht, scheiße. Karte, perfekt. Okay, wir müssen nach da. Oh, wir sind ziemlich weit entfernt noch. Ich hoffe, wir schaffen das, Leute. Gut, weiter geht's. Oh mein Gott, dieses Spiel macht bis jetzt wirklich extrem Spaß. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von dem Spiel hält. Und danke für eure ganzen Bewertungen und sowas. It's really appreciated, muss ich sagen, ne? Really appreciated. Und hier will ich nicht runterfallen, deswegen. Ja, genau, ne?
Okay, wir können hier das Schwert bewegen. Da können wir lang. Aber warte mal, da geht's noch nach oben. Ich bin echt gespannt, was da oben ist. Tut mir leid, aber ich muss noch mal kurz nach oben. Ich glaube... Kann ich nicht vielleicht mich dran schleichen einfach nur? Was? Wie hat er mich denn gesehen? Ich bitte euch. Doggy, bitte, ich habe jetzt keine Zeit für deine Komplexe. Die hatten wahrscheinlich hier nicht genug Hundefutter, deswegen. Kann ich verstehen. So. Von rechts. Oh nein, noch einer. Nein, verpiss dich. Verpiss dich, habe ich gesagt. Oh, verdammt. So, einmal bitte sterben. Vielen Dank. Das macht ihr wirklich prima. Bin einfach stolz auf euch. Super, duper. Schelle links, Schelle rechts. Amtsgefecht. So. Limit erreicht. Aber Leben schadet nie. Was ist das? Ich brauche Rüstung. Leben brauche ich gar nicht, weil Leben habe ich ja schon 100. Selbst wenn wir über 100 gehen und wir sind hier anscheinend richtig. Also bin ich doch richtig gegangen. Aber was befindet sich dann? Oh, verdammt. Hinterm Bild. Das interessiert mich jetzt. Verdammt. Ich dachte, es geht weiter hinterm Bild. Aber es ging weiter, wenn ich die Treppe hochgegangen wäre. Verdammt. Bisschen Munition sparen, ne? Vielen Dank. So. Oh mein Gott. Die da. Oh, der steht da einfach nur so. Oh, er mag fliegen. Ich wusste es. Die Nazis mochten das Fliegen. Ein fliegender Nazi. Was ist das? Was sagt man denn dazu? Gut, wir sind. Oh, wir sind da. Oh mein Gott. Oh, da ist ein Doggy. Finde den Innenhof. Kein nichts leichter als das. Man, haben die Nazis Reaktionszeiten gehabt. Muss man ja sagen. Respekt auf jeden Fall, ne? An das Deutsche Reich. Sorry. Keine Ahnung, wie ich da drauf gekommen bin. Kann ich vielleicht mir mal sowas hier ausleihen? Wie kann ich entnehmen? Halten zum Entfernen. Oh, vielen Dank. Das ist mal ein cooles Spielzeug. Gefällt mir. Guten Tag. Wo sind wir denn hier gelandet? Oh. Was haben wir denn da unten? Sichere den Innenhof. Ja, das werde ich jetzt auch tun. Bitches, das ist richtig. So. Was ist hier? Da war ein Medipack oder sowas. Ah ne, schwere Munition, okay. Habe ich mich verguckt. Gut, einmal bitte Medischock, was auch immer das sein soll. Gesundheit. Gesundheit, auf jeden Fall. Einmal bitte alle schießen. Oh, wir haben keine Munition mehr, verdammt. Wir nehmen dieses Geschütz hier. Vielen Dank für die Blumen und für die Drohung. Ich meine, natürlich nur für die Blumen. So. Ich will mal hier alles räumen, aber die haben mal Ultra. Boah, Alter. Die stehen wieder alle in der Reihe, so nach dem Motto, bitte bring mich um. Kein Ding, weil ich gerne, das kann ich am besten. Menschen umbringen. So, den haben wir auch. Ah, verdammt, keine Munition mehr. So. Wieso bewegen die sich nicht, wenn sie getroffen werden? Okay, laufen wir weiter. Was haben wir denn hier? Okay, hier können wir nicht durch. Vielleicht hier. Rüstung. Können wir hier hochnehmen, ne? Nope. Müssen wir noch jemanden umbringen, der da draußen ist, oder was? Gibt's hier noch Leute, oder was? Was ist hier denn? Können wir hier lang? Nein, schade, leider nicht. Aber hier können wir auch nicht lang, oder? Oder vielleicht von der anderen Seite? Nope. Das merkt man sofort, ob man da lang kann oder nicht. Gut, gibt's hier noch irgendwelchen Loser, die sterben wollen? Nee, ne? Eigentlich nicht. Da sind meine Truppen. Da, doch. Ich wusste, ich habe irgendwas übersehen. Da liegt noch einer. Vielen Dank, Sir. Sichere den Innenhof. Okay, alles klar. Truppentransport. Noch mehr Truppen. Verdammt.
all das viel zu oft gesehen. Die Strebe lässt sich von hier aus nicht bewegen. Wir sitzen hier oben fest. Versuchen Sie es mal von Ihrer Position aus, Blazkowicz. Sir, vielleicht kann Ihnen das hier nützlich sein. Dankeschön, dass Sie es mir nicht in die Hand geben. Einfach nur wegschmeißen. Endlich. Ich bin gekommen gerade. Räumen den Weg frei. Es geht Sonntag in die Kirche. Habt ihr denn keine Kirchen in England? Gibt's da keine Priester? Doch. Aber das Regime wirft gerade jede Menge Bomben auf sie ab. Das ist das Problem. Raumschädel, Blondie, jetzt sie! Also zur Kirche, ich gehe voll und gern zur Kirche, muss ich sagen. Ich find's so langweilig dort. Manchmal musste ich damals hingehen wegen Weihnachten und sowas, ne? Oder es gab eine Zeit lang, da musste ich wirklich so hingehen. Und ich habe mich immer dagegen gezwungen. Ich mochte noch nie die Kirche. Ich find's so langweilig, ernsthaft. Okay, Sir. Höpf! Na, nein! Oh oh! Nicht gut! Ich will da nicht runterfallen. Beteilen Sie mich fest. Vielen Dank, Sir. Sie sind der Beste ever. Mein Chef nimmt Drogen. Oh, what the fuck? Scheiße! Ah! 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 Das muss wehgetan haben. What the fuck? Meine Füße sind gebrochen. Oh oh, nicht gut. Oh mein Gott. Hat er gerade gekotzt oder was? Sexy Arsch. Oh mein Gott. Was ist denn mit denen passiert? Das ist mal eine Foltermethode der Zukunft, würde ich mal sagen. Oh. Es ist auch ein Verbrennungsofen. Ah. Verdammt, wie weh das tun muss. Oh mein Gott. Wie das wehtun muss, oder? Also die werden aufgehängt und die Rücken... Ah, nein, Alter, niemals. Geht die Tür nicht auf, oder was, Sir? Warnung, Achtung. Okay. Geht nicht auf, finde den Schlüssel. Hier ist gar nichts. Hier ist auch gar nichts. Hier ist eine Rüstung. Auch nicht. Ich habe den Schlüssel gefunden. Immer noch nicht. Und hier ist er. So, vielen Dank. Einmal bitte speichern und die Schlüssel reintun. So, Sir. Einen Moment bitte geduld. Wow, alter Schwede. Das muss wehtun, sage ich einfach mal. Oh mein Gott. Ah, okay. Ja, ich bring ihn her. Komm her, Buddy. Willst du mein Mann werden? Spaß. Man sieht das süß aus, oder? Wie ich ihn sage. So, keine Sorge, Buddy. Ups, oh mein Gott, das muss heiß sein. Oh nein, Sir. Jetzt gibt's Untertitel, jetzt gibt's Untertitel. Was soll das hier? Jetzt nicht mehr. Blazkowicz, Sir. Haben Sie... Sir, Sie werden gerade aufgegessen. Ich würde Ihnen gerne helfen, aber können Sie bitte... What the fuck ist das? Ein Nazi-Roboter. Oh mein Gott, Jesus. Lass mich bitte in Frieden, du Bastard. Ich mag keinen Snake Mars-Eis. Du bist Mars-Eis-Fan. Ich wusste es, du Mars-Eis-Fan. Verpiss dich, du Mars-Eis-Fan. Hör auf zu husten. Du Mars-Eis-Fan, lass das. Nein, ich mag keine Mars-Eis-Fans. Stehen Sie auf. Sie Memme. Oh mein Gott. Das Gesicht ist ungeschützt. Das Gesicht? Verdammt, ich habe keine Waffe mehr. Nein, verdammt. Ich hatte keine Munition mehr. Ins Gesicht. Verdammt. Hör auf, bitte damit, mich zu mobben. Oh, oh, ich glaube, der mag mich nicht. Lass uns doch Freunde werden. Oh mein Gott. Das ist richtig, Bitch. Das ist richtig, Bitch. Das ist ganz genau richtig. Oh mein Gott, waren das... Sind das Menschenteile? Ihhh. Da war ein Mensch drin, ne? Oh nein. Der Arme. Mein Beileid. Ja, bitte Munition. Damit erreicht. Ich will sie nicht. Was? Oh! Dr. Totenkopf, für Sie sind es nur.
Irgendwie erinnert mich Totenkopf ein bisschen an den Outlast-Menschen, oder? Er sieht irgendwie so ein bisschen aus wie ein Outlast. So richtig hübsch. Küssen Sie mich bitte. Oh mein Gott, okay, doch nicht. What the fuck? Oh oh, nicht gut. Nein, bitte nicht. Stoppen Sie. Ich mag kein Maßeis. Sie sind Maßeis. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Stopp, 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 stopp. Meine Leute getötet. So viele, dass ich mit dem Zählen nicht nachkomme. Ihresgleichen gesehen habe, in der Tat. What the fuck? Sie. Ich kenne sie. Ich kenne sie aber nicht. Sie gefallen mir. So widerstandsfähig. Mit ihnen könnte ich große Dinge erreichen. Okay. Ich mag die Augen. Rühren Sie ihn nicht an! Und ihr gefallen auch. What the fuck? Der nimmt doch Dschungel, der Typ. Seine nicht! Sie sind bereits kaputt! Ein Jammer. Ah, das muss wehtun ohne ein Auge. Das tut mir so leid. What the fuck? Leskovic. Ja? Helfen Sie bei der Entscheidung. Was meinen Sie? Welcher der beiden Probanden ist wohl am besten geeignet für meine Forschung? Ich habe keinen Platz für Testobjekte. Falls Sie also meine Bitte ablehnen... Oh Mann, ich hasse diese Entscheidung. ...beide zerlegen. Und das würde den ganzen Tag dauern... Ich mach's ihnen lang. Alles, was sie tun müssen, ist denjenigen anzusehen, den ich sezieren soll. Okay, wer soll sterben? Ich persönlich glaube, ich mag ihn. Nur zu, Captain. Treffen Sie eine Wahl für mich. Ich nehme ihn, weil er jünger ist. Der Ältere. Ah, fuck! Oh Mann, ach Mann! Wirklich? Diesen? Ich hätte ja den anderen gewählt, aber ich folge Ihrer Entscheidung, Captain Blaskovich. Oh mein Gott. Herr Totenkopf, Sie haben doch... Es ist Krieg. Menschen sterben. Meine Zeit ist um. General Totenkopf, heute erteilt er mir eine Lektion. Ich habe Leid und Tod gesehen. Verstümmelte und gefolterte Menschen. Ich dachte, ich hätte alles gesehen. Aber solche Grausamkeit ist jetzt noch nicht. Bis wir zählen, einatmen. Bis wir zählen, ausatmen. Er hat ein schönes Lächeln auf jeden Fall. Muss man ihn mir lassen. Du nicht! Du nicht! Oh nein, er ist traurig! Wie kann man ihm nur sowas antun, Sir? Oh. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Okay. Sir, ich habe eine Idee, Sir. Folgen Sie mir! Was denn für eine? Ich würde lieber aufpassen. Okay, gib mir das. Vielen Dank. Oh, hoffentlich passiert ihm nichts. Guck mal, der Roboter merkt nicht mal was. Oh nein, ich helfe dir. Oh, fuck. Stirb, du Scheißding, Alter. Lass ihn in Ruhe, du Bastard. Verpiss dich mal, Alter. Keiner mag dich. Das ist richtig, Bitch. Leg dich hin, schlafen. Schon Schlafenszeit für dich. Okay. Diese Verbrennungsöfen, ne, die sind echt nicht normal, Alter. Ich mach lieber für sie, das dauert zu lange. Okay, sie müssen es machen, alles klar. Wir müssen das Fenster
Okay. Machen Sie mal. Boah, hat die Schlüssel leer? Ah, okay. Das Fenster öffnen. Okay. Drehe er rechts zum Schloss knacken. Ah, verstehe. Okay. Finde ich cool, das Schloss knacken. Yay, cool. What the fuck? Oh mein Gott. Ah! Oh mein Gott, das muss wehgetan haben. Alter Schwede. Das war der Anfang quasi jetzt. Das wollte ich euch damit sagen. Dass es ab jetzt quasi richtig beginnt. Und ich fand den Anfang ziemlich geil, muss ich sagen. Und ich weiß nicht, wie lange das Spiel dauern wird, weil der Anfang schon so lange gedauert hat. Also, es war schon ziemlich krass. Lasst mich ruhig in den Kommentaren wissen, ob ihr jeden Tag eine Folge sehen wollt. Wolfenstein, The New Order. Habe ich das episch vorgelesen? Ich hoffe schon, ja. Krankenhaus? Wie lange jetzt schon? 9 Wochen? Ja. Wir wissen immer noch nicht, wer er ist. Seit 9 Wochen hat sich niemand nach ihm erkundigt. Ich kann keine Freunde. Den nicht entfernen. Das würde nur alles verschlimmern. Ja, Doktor. Wenn das so ist, muss er in die Nerven klingen. Wir können nichts tun. Sein Hirn ist beschädigt. Ja. Da drin sieht es aus wie Rührei. Ey! Doktor. Wie Rührei. Was? Wie Rührei? Ist er behinderte Doktor? Ich habe schon so lange auf Sie gewartet. Fühlt es sich so an, wenn man behindert ist? Nee, jetzt mal ehrlich, das ist echt meine ernsthafte Frage. Er ist aufgewacht. Woher weißt du das? Vertrau mir, Mutter. Ich weiß es. Hey, Lady. Die Tochter hat geheimnisvolle Kräfte. Sie ist deine Tochter. Ich habe nur eine Zutat gespendet. Papa! Okay, die scheinen ganz nett zu sein. Ich sage es Ihnen noch ein letztes Mal. Ich möchte, dass Sie sofort diese Papiere unterschreiben. Haben wir uns verstanden? Was soll das heißen? Sie stehen unter meiner Aufsicht. Sie sind nichts weiter als Sklaven, die zum Wohl des Regimes eingesetzt werden müssen. Das sind meine Patienten. Diese Papiere sind in Ordnung. Sie sind gerannt und brauchen Hilfe. Persönlich unterzeichnet. Haben Sie noch Fragen? Unterschreiben Sie! Ich glaube, die sind auch nur am Leben, weil die blaue Augen haben. Wir haben ja gesehen, die hatte übel blaue Augen. Also wäre ich schon tot, weil ich blaue Augen habe. Es wird schon alles gut. Bald ist es vorbei. Ich schieb sie ins Fenster. Das Licht. Okay, danke. Das Licht ist schön. Genau wie sie, Ma'am. Ich würde gerne dir den Bart abschlecken. Im Moment, man sieht keinen Bart. Ein seltsames Gefühl. Gefangen in meinem Körper. Dunkelheit. Vergeudete Zeit. Jahreszeiten wechseln mit einem Wimpernschlag. Ich kann meine Gedanken nicht kontrollieren. Sie eilen dahin wie ein Blatt im Wind. Aber es wird besser. Eins weiß ich immerhin. Ich bin in Polen. Ein Krankenhaus. In Polen. Eine Nervenklinik. Sie ist die Oberschwester. Das ist ihr Vater, der Nervenarzt. Ihre Mutter, so eine Art Pharmazeutin. Der Laden gehört wohl ihnen. Manchmal ist Weihnachten, manchmal ein Geburtstag. Und manchmal lässt sich das Regime blicken. Führen Patienten in Handschellen ab, wie im Selbstbedienungsladen. Der Arzt ist jedes Mal außer sich, unterschreibt dann aber doch. Hat wohl keine andere Wahl. Ich bekomme es mit. Gute Menschen, aber machtlos. Ich verdanke ihnen mein Leben. Mir geht es immer besser. Wegen ihr. Sie heißt Anja. Kümmert sich gut um mich. Um jeden hier. Sie hält den Laden zusammen. Hätte längst heiraten sollen. Aber irgendwie ist das nicht passiert. Wir schließen diese Einrichtung. Ihre Dienste werden nicht länger benötigt.
Was? Oh mein Gott. Kein Grund, rührselig zu werden, Doktor. Sie haben zufriedenstellende Arbeit geleistet. Weitermachen. Keinen Moment. Wow, what the fuck? Was? Nein, Anja! Mama mia, Picabella, bist du da? Lass Anja in Ruhe! Ah, okay, sie ist tot. Autsch! Oh mein Gott! Oh oh! Was hier vorgeht? Sie haben meinen Offizier im Dienst angegriffen! Nicht den Betreuer zu töten! Was machen wir mit der hier? Keine Ahnung! Papa! Bring sie zum Keller! Das war ganz falsch! Zum Keller? Oh nein, Anja! Nein! Ah! Oh. Das ist richtig kleine Schlampe, Alter. Stirb, verrecke, ja. Oh, das muss bestimmt gut tun, ne? Ein Messer in den Hals zu bekommen, du Bastard, Alter. Gut, das war's mit der jetzigen Folge für Wolfenstein The New Order. Und das Witzige ist, dass meine Mutter heißt ja Anna in Wirklichkeit. Aber in Polen bedeutet Anna Anja. Also, ist auf jeden Fall cool, also da, dass sie sogar polnische Namen verwendet haben. Und ja, was hält ihr von dem Spiel bis jetzt? Es wird immer besser, meiner Meinung nach. Und ab jetzt, glaube ich, weiß ich nicht mehr, was passiert. Ab jetzt wird es nicht mehr, ab jetzt wird es blind sein. Und wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, das Video mit dem Daumen nach oben zu bewerten. Und abonniert meinen Kanal, um deine Potenzfähigkeit zu bestätigen. Und dann sage ich wie immer nur noch 3, 2, 1, tschüss.